Willkommen zurück im Gedärme-Bereich von Valmar. Mit Kizumio und mir und irgendwie... Au, werde ich hier gerade von Gedärmen geschlagen. Ja, Schwert oder nicht? Was, Schwert? Ich habe ja kein Schwert. Nee, natürlich nicht. Nein, ach so, du meinst hier diese Dinger hier zerschlagen. Ja, aber ich meinte hier diese komischen grünen Blattgedärme da, die mich hier klatschen. Tja. Ihh, was ist denn das hier für ein Ort? Ja, wenn ich das sehen würde, würde ich das auch machen. Sag doch, dass du kein Bild hast. Ich hab ein Bild, aber es baut sich Tetris-mäßig so auf. Ich bin jetzt in den... Das ist für mich der allerschlimmste Dungeon. Ich habe mich als Kind ewig verlaufen. Ich hab ewig gebraucht. Das Piraten, das Ding macht mir nur Schaden, aber man kann es nicht besiegen, ne? Genau, bestimmt. Was ist die Frage? Geradeaus oder rechts? Ich geh mal hier lang. Also wenn wir da frisch reingekommen sind, dann müssten wir links hingehen. Ja, habe ich hier gerade. Und ich habe auch direkt Gegner im Arsch, am Arsch. Ich glaube, wir sind hier im Adergefäß dieser Kreatur. Here goes. Vielleicht für die, die noch nicht wissen, wo wir gerade drin sind, wir sind im Körper von Valmar, der neue Gott. Ach, du meinst für die ganz Blöden und ganz Dummen, die es immer noch nicht gemerkt haben. Genau. Wir sind jetzt gerade in, ich glaube, irgendwelchen Adergefäßen im Bereich. The ultimate secret. Arbeiten so zum Kleinhirn vor. Das ist ja fürs Herz gehalten, aber ist okay. Ja, das macht Sinn. Weil Adern, Arterien und so. Ja, ja. Ja, durchaus. Ich erkenne da Potenzial. Lassen Sie sich so aus wie so Herzklappen. Könnte aber auch das Hören sein. Weiß nicht genau. Ah, nein! Sind es zwei? Das ist. Lass mich durch. Wir müssen dann nach oben und dann nach rechts geht's dann weiter. So, erstmal habe ich hier Meteor Scroll, Face Paint, Priesterrobe, ey, nimm mit! Na, dann geht's nach rechts weiter. Das ist für dich doch klein, oder? Was? Die habe ich ja zum zweiten Mal. Warum? Okay. Ja, dann geht's immer rechts weiter, ohne irgendwelche Ablenkungen. Rechts, okay. Bis wir dann ganz rechts sind. Oh, okay, warte. Nein. Ich wurde gerade überrascht. Moment, ich muss mich da jetzt mal orientieren. Ganz rechts. Ja, irgendwie so ein Ding jagt mich hier und dann kommen da diese Gegner. Ich hab's doch kaum gesehen. Das wusste ich auch noch. Die sind nervig, die Viecher, das wusste ich. Du kannst ausweichen, aber die verfolgen dich trotzdem. Und wenn du falsch abbiegst, dann hast du auch Spaß im Arsch. So ich hab grad eh keine Ahnung. Ich bin einfach hastisch weggelatscht. Ja, du hörst mir zu, oder nicht? Ja, ich hab mich rechts gehalten und dann war ich verwirrt und hektisch und dann Kampf. Ja, weil man mir nicht vertrauen kann. Ja. So, ich muss mich jetzt mal gleich orientieren. So. Ich bin wieder am Eingang. So, also von da. Dann also bei mir musst du momentan rechts, ne? Nirgendwo. Ach komm, Kollege. Du bist, denke ich, mal rechts reingegangen. Glaub ich. Dann kommt man eine lila Arterie. Wenn man ganz rechts ist, dann gibt es nur einen Ausgang und das ist in die lila Arterie. Ja, das bei mir ist da, wo also bei mir ist rechts da, wo die Mitte ist. Also das ist Here goes. Je nachdem, wo man sich gerade hindreht. Boah, die Viecher, ey, die nerven vom Geräusch her. Weiß ich nicht. Die klingen so, als ob du eine Katze so am Schwänzel packen würdest und dann das so macht man nicht. Ich weiß das, was ich meine. Ich wollte nur sagen, wie es klingt. Nein, ich habe das nie gemacht. Hast du schon? Wo weißt du das dann? Internet. Ja.
Das wollte ich gerade sagen, ja. Aber ich will mir eine Katze holen. Demnächst. Irgendwann, wenn ich... Nee, jetzt nicht mehr. Wie, will jetzt nicht mehr? Bist du schon in der Lieder-Naterie? Ist jetzt nämlich nicht so genau. Hä? Und dann? Warte, ich muss sie erstmal suchen. Du bist doch da, oder nicht? Du musst doch nur nach links gehen, das ist die Lieder-Naterie, oder nicht? Hetz das ist nicht! Hetz mich nicht! Wenn du manchmal machen wirst, was ich sage, dann... Achso, ja, jetzt sehe ich, Ich habe aber erstmal Gegner. Aber ich hab's gefunden. Die ist links! Ja! Sag doch, ich hab's gefunden. Was für Gegner? Guckst du mir nicht zu? Ja, wie denn? Augen aufmachen! Ja! Ich erinnere dich bei mir dran. Jetzt sag doch, dass du dein Bild verloren hast. Ich hab's nicht verloren, es baut sich halt scheiße langsam auf. Ja, dann wirst du es ja irgendwann sehen. Ja, 3 Minuten zu spät. Herzlichen Dank. Ich habe dich gefragt, soll ich dir ein neues Bild geben? Hast du mir darauf irgendwie Das ändert sich doch nicht. Nein. Das ändert sich doch. Ja, aber vielleicht wird dadurch das besser. Einfach nicht. Ist weißt du es? Kannst du hell sehen? Ich kann nur dunkel sehen. Ich hab grad seine Skill aktiviert vom Gegner bekommen. Ja, schon. Sworn enemies. You shall be defeated. Soll ich dir ein neues Bild geben oder nicht? Nein, ich seh's doch. Sky Dragon Slash. Schön, dass wir darüber geredet haben. Toll. Und eins wollte ich euch nochmal sagen. Männer haben. Jetzt kommt. Frauen auch. Überleg dir das mal. Gefühle? Frauen haben auch ihr Gutes. Na, aus welchem Film stammt das? Ah, schon wieder Kaff, komm hier. Was? Weißt du? Wir können schon in diese beschissene Arterie drinne sein. Ja, ich kann ja nichts dafür, wenn ich ja vom Gegner überrumpelt werde, wenn ich in die Arterie reinlatschen will. Ich versuche ja schon, wie ein Weltkönig auszuweichen. Was ist das denn? Aber ich habe mich gerade kreiert, weißt du? Release Wind. Ich habe schon zum Kollegen gestern gesagt, ich sollte bei Konami mal anfangen. Weil ich bin gut darin, Monsternamen zu kreieren. Ich habe nämlich gestern eine Monsterkarte erschaffen mit dem, Titel Knirps der Tomaten. Macht Sinn. Hat 9500 Verteidigung. Und ist 4 Sterne. Ich finde die immer noch hässlich. Ja, doch. Ach ja, jetzt kommt wieder der Sadomaso-Skill. Ab ist der Sadomaso. Wie stehst du dazu? Ist ja gut, du musst nicht antworten. Nix! Richtig! Also ich sag mal so, meinst du das nicht? Ja, komm! Ja, ich stehe halt auf andere Sachen, aber nicht auf Sadomaso. Ich meine, seien wir mal ehrlich, ne? Jeder Mensch hat irgendwo irgendeinen Fetisch. Sei es Sadomaso, Kerzenwachs oder Sex mit Möbelstücken, keine Ahnung. So, ich bin jetzt in die lila Arterie. Geradeaus oder rechts abbiegen? Nein, nicht abbiegen. So geradeaus, okay. So, jetzt haben wir hier. Ich sehe schon. Lass mich durch. Surprise, Alter, ich bin reingelatscht, du Spargel. Du Spargel. Ich hasse Spargel, weil deswegen. Ich nicht. Sag ich zu jedem, den ich nicht mag, Spargel. Ja,
normalerweise mag ich Spargel, aber das Problem bei Spargel ist, weswegen ich es halt dann doch nicht mehr mag. Wenn man Spargel isst, geht der Spargel... Nein, nein, bitte nicht. Du sagst nicht, was ich denke. Doch, ich glaub schon. Der Spargel geht mit dem Körper eine innige Verbindung ein. Und wenn man dann die Unterseite entleeren möchte... Ich wusste, dass du kurz sagst. Stinkt das, als ob man innerlich am Verwesen ist. Aus diesem Grund mag ich den Spargel nicht mehr. So. Ich habe meine Mutter als Kind immer gefragt, warum das so ist. Bitte? Ich habe meine Mutter gefragt, warum das als Kind so ist. Und sie musste mich immer das erste Mal so ausladen. Dann dachte ich mir so, hallo. Na, was ist denn jetzt nun? Ja, das ist halt eine chemische Reaktion. Es ist... Nee, das muss ich eigentlich halt, als Lebensmittler muss ich das eigentlich erzählen, aber heute nicht. Achso. Ja, ja. Aber aus dem Grund ist ja... Wir bestehen aus Wasser. Nicht. Dieser Spargel dient dazu... Es ist ein sehr... Ich komme mal vor, wie auf Arbeit dient, ist ein sehr gesundes Gemüse und sorgt dafür, dass unser Körper ausgeschwemmt wird und und dafür ist dann halt dieser tolle Geruch, den wir dabei immer haben. Ende. Ja, das ist ein sehr appetitlicher Geruch, ja. Aber wie gesagt, Spargel ist sehr gesund. Esse ich, wenn er da ist, sehr oft. Letztes Mal habe ich, glaube ich, 4-mal die Woche gegessen. Also wenn ich ihn esse, dann in Kombination mit Sauce Hollandaise. Nein. Boah, die Soße ist geil. Auf Pizza geht die ab, die Soße. Oh, hör auf. Oh, statt Tomatensoße, Sauce Hollandaise. Und du du bist eklig. Wirklich? Nee. Das ist geil. Wie weit sind wir jetzt schon nun da? Sind wir schon... Falls ich mal irgendwann den Gegner hier besiegt kriege, können wir auch mal weitermachen, also... Ich bin da, wo man gleich ein Item einsammeln kann. Ah, die sind noch nicht weiter. Wie dann auch, wenn ich hier vom Weg da ganz einfach im Sadomaso-Skill gequält werde. Das ist doch viel, was sagst du? Du müsstest vielleicht der Oberpro drin sein, ey. So, wie du das sagst, müsstest du eigentlich der Oberpro darin sein, ey. Ja, mein Gott, was soll ich machen? Ich muss halt warten, bis Gegner fertig ist mit seiner langen Sache da. Und ja, das klang absichtlich falsch. Mhm. Und dann kann ich ihn rausziehen. Hey! Egal. Sworn enemies, you shall be defeated! Take that! Sky Dragon Slash! So. Ein Sky Dragon Slash und dann sind wir alle wieder zufrieden. Ich fand die als Kind so mega hässlich, ey. Ja, also schön als Wettbewerb. Gewinnt die jetzt nicht, das stimmt. Aber in einer Monster-Bahn wären sie echt ein Star. Haha, haha, witzig. Omnipotenzit. Geht's jetzt mal weiter? Also wird das nie was. Oh, der war heftig. Oh. Heul doch. Oh. Mach's jetzt mal hinne? Ja, ich sterb grad. Oh, egal. Kennst du das, wenn du so hart husten musst? Nein, mach hin. Dass dir so hart schwindelig wird, dass du selbst sitzend umfallen könntest. Ich lauf doch schon. Ja. Oh. Du musst dann links, ne, wo ich erst gesagt habe, nein. Dann links und dann... Ja, erstmal die Röhre geradeaus und dann links, bitte. Ich gehe mal links und hab jetzt eine Mystic Potion. Genau. Und dann gehst du weiter. Ja, ja. Genau. Ich sehe es zwar nicht, aber ich kann es hier sehen.
Genau. Och, komm, wieder Gegner. Und dann sind wir im nächsten Raum. Wo sind wir? Im nächsten Raum, gerade eben gesagt. Okay. Release Wind. Oh. Wusstest du, dass im aktuellen Final Fantasy 15 Kingslave-Film, der übrigens auch im Kino gesendet wird, der Schauspieler Sean Ben eine Synchronrolle hat? Oder war das er für eine Figur? Eins von beiden. Auf jeden Fall ist er halt dabei, so. Soll ich einfach mal erwähnen, weil, ne? Auf 15 und so. Was du nicht LPst. Nö. Ich, hab ja auch keine Place of 4 und so, ne? Ich aber. Ja. Aber die PCler sollt ihr auch bekommen. Und laut Angaben wurde uns versprochen, dass die PC-Version viel gigantischer und qualitativ besser werden soll als die Konsolenfassung. So, ich habe jetzt diese Potion eingesammelt. Und nun? Ja, zurück oder hier weiter in die nächste Arterie? Nee, in die rote. Aber das war, waren da nicht noch andere Wege gewesen in der Arterie davor? Nein, wir gehen jetzt in die rote rein. Okay, du bist der Boss. Links, rechts. Da gibt's nur eine Arterie. Ja, aber links, rechts kann ich jetzt abbiegen. Rechts. Dann geht's weiter. Genau, dann geht's in den nächsten Raum. Da ist die Schatztruhe mit Mystic Potion Battle und schieß mich tot. Battle Maniküre und Ogerschuhe. Genau. Also bei Mystic Potion muss ich irgendwie immer an The Mystic Knights denken. So, und dann kommen wir, wenn wir den anderen Weg nehmen, zum Speicherpunkt. Hast du die Serie geguckt früher? Was? Mystic Knights? Sag mir was. Das war die Serie, wo The Kelly Family den Intro-Song in der internationalen Version gesungen hat. Also, ich bin jetzt nicht so Fan von der Gruppe. Aber ich muss sagen, der Song ist geil. Die Serie hat mir auch richtig gefallen. Es war so Power Rangers, Kamen Rider für Arme, weißt du? Aber die war cool, die Serie. Schade, dass sie nicht weitergeführt wurde. Du solltest dir überlegen, ob du da reingehst. Gleich. Wieso? Weil da gleich, glaube ich, mehrere Bossgegner kommen. Also ich würde es mir erstmal überlegen, ob du das wirklich jetzt alles auf einmal aufnimmst oder nicht. Also wir sind jetzt bei 16 Minuten. Ich denke, schaffen wir. Ich habe mich geheilt. Ja, jetzt kommen erstmal zwei kleine. Zur Not haben wir halt Überlänge-Paar. Ich denke, da ist keiner. Ja, das ist auch deine Zeit, nicht meine, ne? Bitte? Auch nichts. So, dann haben wir schon mal die ersten kleinen. Achso, ich sehe, da haben wir schon rechts da hinten, glaube ich. Oder? Oder? Schauen wir mal. So, ich habe da für euch schon mal das richtige bereit. White Apocalypse. Apocalypse, bitte. Wenn, dann reden wir richtig. Du! Please listen to my voice. Das glaube ich auch bei dir. Na gut, ich bin ja eher ein Hamster und kein Hund. Das haben wir ja herausgefunden, dass ich im früheren Leben ein Hamster war. Danach kommt eine sehr lange Cutscene, meines Erachtens. Und dann kommt der Endgegner, vor dem ich persönlich Schiss habe, obwohl ich das nicht spiele. Mit Sprachausgabe oder müssen wir ran? Moment. Nee, wir müssen. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Meine ich, also in der Originalverfassung muss er wahrscheinlich selber reden. Schauen wir mal. Ob wir das jetzt müssen, weiß ich nicht. Ach, ich habe kein Bild, macht aber nichts. Ja, wenn wir müssen, dann gebe ich dir Bild. Ja. Wie gesagt, ich habe von dem Gegner, der kommt, wahnsinnig großen Respekt. Damals nicht, weil ich war ein Kind. Heutzutage eher schon, weil Kinder ich weiß. Immer mehr Skill.
Weil ich weiß, der kann eine Attacke, die uns one-hindet, und das ist, finde ich, nicht lustig. Ich hab doch gelernt, ich bin Level 60. One-hindet! Das heißt, es ist dem Gegner scheißegal, welches Level du hast. Und wenn du mit Level, weiß ich nicht, da auftauchst. Das heißt also, fleißig wiederbeleben. Super. Nein, komplett. Der one-hindet dich komplett. Das heißt, du kannst wieder von vorne anfangen. Ach so, und das ist ja noch schöner. Kann man sich da irgendwie gegen wehren mit einem Zauber oder nein. So? Das ist unfair. Das ist der Endgegner, was willst du denn? Ich will einen Endgegner und keine Lusche. Ja, aber das ist unfair, wenn du dagegen nichts machen kannst. Das muss doch irgendwie so auch konzipiert sein, dass man sich dagegen wehren könnte. Also, wenn man Skill beweist. Ich hab ja auch gesagt, könnte. Ich meine, es ist ja so wie. Sag, dass er kann. Wie bei. Sag mal hier, dieses scheiß Spiel, weißt du, was da der Riesenkiller hätte werden sollen. Sag mal schnell, wie heißt das Ding? Verwirrst mich. Here goes. Evil Within, ne? Weißt du, das ist genauso. Die ganzen scheiß Instant-Devs, egal wie du die Skills, egal wie gut du bist, egal was du machst, kannst dich nicht dagegen wehren. Und das ist halt einfach dieses Unfairness halt, weißt du? Auch in Resident 4 fand es auch immer nicht lustig, wo der Kettensägen-Tobi um die Ecke kam und ich dann tot war, fand ich auch nicht witzig. Ist auch nicht immer so witzig. Ich sag nur Resident Evil 6. Stunt-Nack. Da ist ein Controller draufgegangen bei mir. Nee, bei mir nicht. Immer diese Sticks da im Uhrzeigersinn drehen, weißt du, wie so ein Blöder. Hingst du dann da und bist da irgendwie da am Drehen und Kurbeln, weißt du? Das und fand ich dann gerade im Koop, weißt du, wenn irgendjemand Fehler macht oder so und auch nur eine Millisekunde irgendwie zu langsam ist oder falsch geht, alles von vorne. Das wir sagst hatten, du mir, dass es sowieso schon gemacht hat? Was? Ich hab das auch gemacht, falls du es vergessen hast. Naja, ich weiß, ich will nur sagen, wie es bei mir war. Wir hatten um die 40 Minuten oder so gebraucht, ein Controller ging dadurch kaputt. Ich hab diese Gummiabzug, weißt du, diese Gummidings, die man halt auf diesen Kontrollstick drauf hat, ne? Das Ding ist bei mir zerfleddert. Und ist normalerweise widerstandsfähig. Ich hab die schon ewig und bei mir ist. Ne. Wer weiß, ja, was du damit machst. Bei mir ist es normalerweise auch nicht passiert, aber gerade bei diesem Spiel. Weißt du? Bei mir war nicht. Das ist so immens gewesen. Hab schon überlegt, ob ich das Ding irgendwie bei Capcom einschicke und sag, hier, bitte ersetzt mir das Teil mal. Ich will das gegen den Kopf schmeißen, ey. Das werden sie tun. Oder mit das ganze Spiel oder in der Post das nach dem Motto, ja, fick dich, kannst du behalten. Du, für das ganze Spiel könnte ich das Spiel die gegen an Job werfen. Ja. Hey, hey. So, hast du den echt mal fertig oder immer noch nicht? Ja, ich hab ihn jetzt. Ich bin da nicht so der Schnellste. Stimmt. So, warte euch. Ich wollte mich heilen. Achso, ja, das geht ja alles nahtlos. Ja. Meinst du, warum ich das gesagt habe? Ich hab dir vorher gesagt, überlege dir bitte, ob du das machst oder nicht. Ich kann heilen! Ah, ich kann auch zurückgehen! Warum redest du mir eigentlich ständig rein? Sorry, aber ich kann heilen und nochmal zurückgehen. Oh, ist das geil. Ja, das hättest du nicht nach meinem Satz sagen können. Hätte ich. Ja, mach's doch einfach. Aber dann könntest du dich jetzt nicht beschweren und meckern, dass ich dir reingeredet habe. Ja, müsste ich aber auch nicht, wenn du mir ständig reinredest. Ich will dir doch nur Screentime geben, den du jetzt dich zum Beispiel dich beschwerst, dich reingeredet habe. Hast du die Möglichkeit zu reden? Nö. Keiner versteht mich. Tja, woanders verliebt. Ui, das wird ja immer schöner. Guck mal, das ist dein Gesicht. Ja, du siehst nichts, du Heimblöd. Er kennt ja dein Gesicht, der guckt mich an. Bin ich Heimblöd? Genau, die Captain Blaubeer.